Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800. Beim letzten Mal haben wir mit unserer Zigarettenproduktion in der neuen Welt begonnen und anscheinend ist die Weltausstellung fertig. Das habe ich am Feuerwerk erkannt. Darum, ich würde sagen, wir wählen nochmal die einzigartigen Erfindungen aus. Kriegen 4 Items, ich hoffe 4 gute. Oh ja, die ist sehr gut. Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Und alle Produktionsgebäude minus Arbeitskräfte und Wartungskosten, naja, nehmen wir halt mit. Sehr schön, dann können wir mit der nächsten Weltausstellung auch schon beginnen. Das haben wir alles, glaube ich, ja. Perfekt, für diesen Part habe ich einerseits mir gedacht, wir machen natürlich hier weiter mit unserer Schiffsproduktion, um der Piratin, falls sie mal wieder ankommen sollte und mir den Krieg erklären möchte, damit wir ihr was entgegensetzen können. Ich würde sagen, wir machen so 10 Schiffe und dann schicken wir es in ihren Hafen und wenn sie dann auf die Idee kommt, nochmal Krieg anzufangen, naja, wird sie schon merken, was sie davon hat. Hoffentlich. Vielleicht verlieren wir auch. Aber ich glaube nicht, weil das sind königliche Linienschiffe, die sind nochmal besser. Auf der anderen Seite haben wir unseren Schlachtkreuzer irgendwo hingeschickt. Jetzt ist die Frage, wo habe ich den hinten geschickt? Hier. Da wollen wir oder möchte ich Items kaufen, damit wir dann vielleicht auch schon in dem Part die Expedition in die Arktis beginnen können. Da machen wir dann auch noch ein paar Schiffe bereit. Und dann wird das hoffentlich. Jetzt muss ich mal gucken. Ich suche mal ein paar schöne Items raus. Hier sind ein paar auf jeden Fall dabei, die man nutzen könnte. Zum Beispiel das hier, Navigation. Was haben wir hier? Wir haben Navigationskampfkraft und Gefechtskunde. Jetzt bräuchten wir etwas, was das ziemlich gut ergänzen würde. Geschick. Geschick haben wir noch nicht, gell? Dann wäre das eine Idee. Ja, warum denn nicht? Gut, haben wir Geschick abgedeckt. Hier hätten wir Gefechtskunde. Gefechtskunde haben wir nur 10. Darum würde ich das auch mal mitnehmen. Und dann Geschick haben wir jetzt schon. Auch nochmal Geschick. Okay, das ist ein Boost, aber der gibt mir nichts auf den Expeditionen. Wir können ganz kurz die Zeitung machen. Wir könnten mal wieder lektionieren. Das haben wir jetzt schon eine ganz schöne Ewigkeit nicht gemacht. Darum würde ich sagen... Wobei, vielleicht kommt beim nächsten Mal... Ja, vielleicht kommt beim nächsten Mal eine Propaganda-Aufgabe. Dann können wir die annehmen. Kaufpreis schön, aber bietet mir keinen Vorteil. Du auch nicht. Ja, nochmal Geschick. Ich hätte aber gern was anderes. Kein Geschick. Jagdglück. Und Angriffsreichweite. Kann man mal im Hinterkopf behalten? Jagdglück, ich weiß gar nicht was. Natürlich Fälle bringen das, wenn wir es als Item mitnehmen würden. Ansonsten, oh, hier haben wir auch nochmal Jagdglück und Kampfkraft und Geschick. Aber für Luftschiffe eigentlich. Daher eher weniger was. Das haben wir bereits. Na gut. Gehen wir noch ein paar Mal durch. Wir haben ja ein bisschen Geld. Bedeutet, da müssen wir nicht sparen. Geschick. Haben wir Geschick? Ja, klar. Dadurch. Nee. Wir kriegen aber auch gerade keine besonderen Geschick haben wir. Könnte man halt mitnehmen. Ach so, das war wieder Luftschiff. Ziemlich viele Luftschiff-Items seit dem DLC auf jeden Fall. Jetzt hätte ich gern nochmal Jagdglück und Navigation. Ich glaube, so die legendären Items haben wir bereits anscheinend gehabt. Weil nichts Neues kommt. Navigation 30, 40 ist ja schön und gut, aber das brauche ich halt nicht. Wir könnten auch nochmal ganz kurz... Wieso haben wir... Ach, weil... Nee, hä? Ich verstehe nicht, warum wir angeschlagen sind. Aber okay. Vielleicht A, wegen den plus 50% Trefferpunkten. Vielleicht, die müssen sich erst auffüllen. Macht zwar keinen Sinn, aber okay. Gehen wir ganz kurz hier noch hin. Vielleicht gibt es hier ein paar schöne Items. Das ist... Doch, das ist unser Schiff. Warum steht das so weit außen? Keine Ahnung. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Haben wir bereits beim letzten Mal eine Route gemacht mit den Zigaretten? Nein.
Deswegen ist gut, dass ich mal nachschaue. Ich guck mal lieber noch mal auf die Insel, aber genau, das war hier die Insel. So, jetzt da. Wie viel haben wir? Lohnt sich da schon oder dauert das? Ja, langsam füllt sich's. Route von... Shit, welche Insel war das jetzt? Die da hinten. Neue Route von Kap Trelawney nach dort. Also, ich bin Profi. In welchem Part sind wir mittlerweile? Naja, wir laden hier ein Zigaretten. Wo sind sie? Na komm. Ah ja, hier. Können wir direkt ein paar Mal machen. Laden die hier aus. Ach komm, wir können eigentlich voll machen. Weil, wird sicher nichts in die Quere kommen. Und wenn ja, können wir da noch was anderes einfach einladen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier einige Schiffe stehen. Das wird, das ist keins von denen. Das ist eins. Die Seegurke. Dann nehmen wir die. Let's go. Viel Spaß. Was kam da gerade? Crown Falls. Sie haben eine neue Palaststufe erreicht. Nicht schlecht. Oh, wir haben generell viele Module wieder. Welche Stufe? Oh, 62 sind wir mittlerweile. 35 Stunden, zumindest auf dem internen Spieltempo. Naja. Man muss ja bedenken, das hier ist, glaube ich, doppelte Geschwindigkeit und das hier fünffache. Darum macht das auch nochmal einen großen Unterschied. So, weniger Nachfrage nach Lebensmitteln. Finde ich eigentlich ganz gut. Itemsockel für Rathäuser. Ich glaube, das lohnt sich nicht so wie das im Vergleich. Belohnung für Veranstaltungen, ja, das würde ich behalten. Zusatzware von Farm können wir mal. Produktivität aus Elektrizität, das wäre etwas. Ja, nehmen wir mal. Weil die Farmen sind relativ irrelevant, das halten wir auch. Produktivität für alle Küstengebäude, Lagerplatz oder Lagerplatz für Öl. Ich würde fast Produktivität der Küstengebäude machen. Dann können wir mal kurz hier das vielleicht machen. Dann würde das darauf wahrscheinlich auch wirken, genau. Boah, das geht echt weit eigentlich. Wenn wir das hier noch so machen, haben wir eine Reichweite von... Na? Ja, zumindest die. Die nicht, aber wir können ja auch den Palast erweitern. Jetzt ist die Frage nur, wie... Ja gut, wir müssen hier eigentlich so rum. Und da ich symmetrisch halten möchte, müssen wir es so machen. Ja, perfekt. Läuft auf jeden Fall symmetrisch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt lasst mich mal gucken. Ich muss mal gucken, ob das hinhaut. Das heißt hier das und dann hier die Ecke nach unten. Ja, das geht noch hin. Sehr schön, dann können wir das, das und dann zack und das und dann sind wir, glaube ich, voll. Genau. Und dadurch haben wir eine größere Reichweite und können sogar jetzt die hier abdecken. Die hier noch nicht, aber ist auch egal. Viele neue Besucher treffen in Crown Falls ein. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, wie hoch unsere Wahrscheinlichkeit jetzt auf Touristen ist. Aber das ist auch gerade nicht so wichtig. Wir kriegen immer eine Nachricht, wenn... Oh Gott, jetzt ist der Hugo da schon wieder. Wenn da was kommt. Wir sind mittlerweile auch durch mit der Weltausstellung und die läuft sogar schon. Sehr schön. Jetzt können wir mal wieder zu den Items schauen. Und das Schiff ist immer noch nicht voll geheilt. Das hat ja sich fast gar nicht geheilt. Muss ich auf der Karte da sein? Normalerweise doch nicht. Nehmen wir den mit? Ich würde sagen, ja. Wir können ja erstmal mit dem Schiff gucken und dann das Item übergeben. Handeln. Den Rest brauchen wir jetzt weniger. Was gibst du? Geschick und Kampfkraft. Geschick und Heilkunst. Heilkunst ist natürlich etwas, aber... Der Rest nicht. Geschick. Ah ja, da kommen schön unsere Kriegsschiffe. Eine schöne Flotte bauen wir uns da auf. Kampfkraft, Redegabe, Merkmal, Hypnotiseur.
Das wäre vielleicht etwas. Ja, nehmen wir den mit. Und schieben. Ach. Jetzt würde ich mir wünschen, das wäre ein cooles Feature, wenn man das Fenster hier ein bisschen verschieben könnte. Das wäre was. So, damit kannst du jetzt. Ach, du kannst da gar nicht hin. Aha. Na gut. Müssen wir mal gucken, ob ich den dann behalte. Für die Expedition. Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Was bist du? Schule? Glaube. Ja, Glaube, glaube ich, jetzt brauchen wir nicht. Ich glaube, Glaube brauchen wir nicht. Das ist auch schön. Oh, Heilkunstgeschick, Redegabel. Ich würde sagen, wenn ja, nehmen wir den mit. So, dann kannst du den rüber tun. Und dann, wo könnten wir noch Kampf-Items bekommen? Bei der Piratin theoretisch, aber die hat ja nie Bock. Anthropologe. Ah ja. Alle Wohnhäuser der alten Welt ohne Gelehrtenhäuser plus 10 Zufriedenheit minus Krankheitsgefahr plus Einwohner durch Markt, Brot, Nähmaschinen, Universität, Brillen, Glühbirnen, Sekt, Dampfwagen, Schokolade und Ventilatoren. Aber für den Preis, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier brauchen wir auch nichts. Was wir auch mal wieder machen können ist, das ist schön, ist, oh hier, ausgerüstet Schiff, Kampfkraft, Gefechtskunde, Navigation, nehmen wir die halt noch, weil die eh ausgerüstet werden kann. So, jetzt da kannst du dann also eine Expedition machen in die Arktis. Auf zur Nordwestpassage, das ist sie. Und da hätte ich gerne das Kampfschiff. Ich gehe vorher nochmal, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir sind. Jagdglück und Rationen. Ich nehme 2 Rationen einfach mit. Und dazu... Was nehmen wir denn damit? Konserven haben die nicht. Den Hafen wechseln wir mal. Wir lassen das Schiff vorher. Nach dem ersten Sturm nein, nicht hier alle Territorien nach Crown Falls einfach segeln. Oh Gott, wo haben wir es denn? Hier. Und lassen mitnehmen. Konserven. Die sind, glaube ich, ganz gut. Und als Ration auch noch. Der Sekt gibt halt noch Redegabe und als Ration. Sollten... Oh, Schokolade geht aus. Muss ich mal gucken. Ja, nehmen wir Sekt mit. Dann wünsche ich dir viel Spaß und wir gucken mal ganz kurz nach Schokolade. Das wird ja eigentlich hier passiv produziert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Schokolade ausgeht. Wenn ja, liegt es eher wahrscheinlich an was Logistischem. Ja, die Schokolade ist ja voll wie noch was. Schokolade, da haben wir auch nur ein Schiff drauf. Dann fügen wir doch mal ein weiteres hinzu oder gleich 2. Ah, gerade wurde auch abgeliefert. Die Menschen sind glücklich, ja, können wir gleich mal, aber ich lasse erstmal 1. So, hier kommt Kaffee weg. Ich glaube, das läuft soweit, aber gut, dann. Ich habe ganz kurz gedacht, dass wir auf, dass die Map unten falsch lädt. Bis mir aufgefallen ist, Manola ist ja mittlerweile auch so eine große Insel hier unten. Ist noch ein bisschen ungewohnt, obwohl wir schon jetzt einige Parts mit dem neuen DLC spielen. Aber naja. Wir haben auch noch nie das Stadion gemacht. Man hört schon die Menge, wie sie singt und jubelt. Zitrusfrüchte haben wir. Bananen haben wir auch. Rum und Bier haben wir, glaube ich, gar nichts. Fußball haben wir, Pigmente haben wir nicht. Und Strom. Also man müsste ein bisschen hoffen, dass nicht Pigmente drankommen. Dann müssten wir auch noch Rum liefern. Oder das kriegen die Rum? Ne, die kriegen glaube ich keinen Rum. Ne. Auch keine Zigaretten. Könnte man auch herholen. Was ist denn das Problem von den Tortillas? Irgendwas fehlt in Mais. Produzieren wir hier zu wenig oder... Das haben wir ja mittlerweile ausgelagert. Nein, ich glaube, es ist eher ein logistisches Ding. Weil die kriegen ja hier auch Dünger. Das heißt 200%. Aber wir können natürlich eigentlich mal die hier dran nehmen. Zack. Oh,
Und hier fehlt es wieder an. Holz. Okay. Entschuldigung. Haben wir genug Treibstoff aber? Also Dünger, ja. Sehr gut. Dann wissen wir gleich auf jeden Fall, dass es kein Problem mit dem Mais ist. Wenn. Also wir müssen ja hier gleich ein paar mehr planen. Aber so viel? Nee, 76. Warum sind es hier mehr? Habe ich schon wieder irgendwo einen Fehler? 76. Also zwei Stück noch. Aber hier passt es auch genau. Naja, meckern tut gerade keiner. Doch du brauchst mehr. Warum brauchst du mehr? Ach, weil du den Tankhof hier dran... Nee, doch. Die haben das falsche Gebäude drauf gebaut. Ah, ich hasse das Spiel. Genau deswegen. Direkt das ganze Spiel hassen. So. Müssen wir halt manuell nochmal machen. Aber okay, jetzt bist du auch bei denen. Nun ja. Dann hier ist auch noch einer. Mögen wir eines Tages an diese Küste. Okay, die Expedition ist losgegangen. Sehr schön. Danke, Bente. Und ich hoffe, davon ist keiner oben. Was macht das Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So, und hier tun wir es immer ausbauen. Jetzt fehlt Holz. Na, ich habe keine Ahnung. Anscheinend laufen die alle auf 100%. Ach, hier fehlt es noch an den... Nee, nicht Traktorscheune, sondern... Okay, wenn Holz da ist, können wir das auch noch ausbauen. Warte mal, die hat jetzt irgendwo... Oh nee, nicht schon wieder. Ich krieg das aber auch nie mit. So, ich kaufe mal hier bei ihr ein. Toll, da oben ist noch das andere. Jetzt stimmt das. Ja, ich müsste mal ein Item hier reinzockeln vielleicht, dass das unterbindet. Ich lotse sie von hier bis... Aber ich hoffe, ich denke einfach ein bisschen dran. So, währenddessen geht hier meine Schiffsproduktion immer noch weiter. Wir können auch mal einen zweiten Hafen bauen. Geht dann einfach ein bisschen schneller. Auch hier hin. Gut. Menschen lassen sie hochleben. Was ich mir auch gedacht habe, wir können hier mal eigentlich langsam wieder mehr ausbauen. Dann Einfluss Admiral. Achso, weil wir mehr Schiff haben. Generell Holz haben wir ein bisschen was. Was ist schön? Was habe ich hier? Ach, das ist ein Postamt. Ja, ich würde sagen, hier bauen wir einfach mal aus. Dafür tue ich mal ganz schnell das hier wegmachen. Das ist zwar dekomäßig echt gut. Achso, hier haben wir noch zwei Polizeistationen. Die brauchen wir natürlich nicht. Aber... So. So. Jetzt haben wir hier ein anderes Design. Nee. Die Leute sieht nur so aus. Die Barrikaden. Ja, ich schau gleich mal. So, wo denn? Gemeinsam sind wir so viel hier stärker. Gehen die auf die Barrikaden. Naja. Müssen die wissen, sage ich immer. Wir gehen mal hier hin. Nein, keine Allianz, Bente, wirklich nicht. Die haben ja auch nie ausgebaut anscheinend. Naja, jetzt aber. Gut, hier haben wir alles eingekauft. Gucken wir mal ganz kurz in die neue Welt. Dann können wir hier nämlich jetzt die... Was gibt das hier? Ist das Düngesilo? Ach doch, nicht deren Tankhof. Immer wenn ich U drücke, macht er gleich beides. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja. So, jetzt haben die auch, können die gleich auf 200% gehen. Ja, jetzt können wir mal schauen. Stapelt sich der Mais oder nicht? Der stapelt sich. Das bedeutet, wir brauchen ein weiteres Schiff, was das Ganze übernimmt. Das ist das. Das heißt Capitolani. Und dann nehmen wir einfach das. Dann kann bald das hier ersetzt werden. Ja. Oh, Tintenfisch ist gar kein Problem mehr. Dann setzen wir doch einmal mehr noch Mais drauf.
Damit auch der ganze Mais wirklich rüberkommt, den brauchen wir ja für einige Produktionslinien. Ist wichtiger als der Tintenfisch, vor allem wenn gleich 4 Schiffe drauf sind. Passt das? Genau, jetzt können wir hier noch die Dinger aufstocken, so passt. Zumindest soweit, jetzt fehlen Ziegel. Die produzieren wir aber hier, oder? Ja. Perfekt. Stadtfest hat begonnen. Gut, Capture Lawny, da gehen wir zurück und machen weiter. Einwohner hoch. Mehr Einwohner bedeutet mehr Geld. Wir können auch schon mal die Schiffe hier eigentlich vollladen mit Ressourcen, die dann die Arktis benötigt. Und zwar möchte ich ja so schnell wie möglich alles mir holen. Das heißt, wir brauchen vor allem viel Holz, kostet zum Kontor. So, und dann dich noch. Und da machen wir mal ein bisschen mehr Stahl und ein bisschen weniger Holz. So, mal gucken, wann die erste Entscheidung kommt. Und ich glaube nämlich, dass in die Arktis, also in der Arktis, dürftet ihr so lange Zeit haben, wie ihr wollt, bis ihr dahin kommt. Die KI schnappt euch dann nichts weg. Wir gehen mal zu Maschinen. Und kriegen okayes Zeug, glaube ich. Alle Nutzpflanzen ist ganz gut, glaube ich. Schreinereien und Wanzer, Holzfällerhütten. Ich glaube, das sind die in Enbesa. Jagdhütte. Ja, kann man nehmen. So, das ist schön und wir machen direkt weiter. Jetzt wird immer wieder mal oder fast dauerhaft so eine Weltausstellung laufen. Wir haben ja das Zeug und lohnt sich einfach. Zudem, wir haben ja hier noch ein Schiff, was mir Items bringen wollte. Ach Gott, das ist doch schon wieder der Typ. Achso, das ist gar nicht mein Schiff. Das ist das Schiff der Königin? Ein extravaganter Dampfer? Ist das richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte ein Bug sein. Ihre Expedition auf 12 Tage bereits auf See. Was ist denn meine Mission? Das Kapaunenzepter im Museum ausrüsten. Das heißt, wir nehmen eine davon. Blaupause, let's go. Kapaunenzepter. Menschen werden von nah und fern anreisen, um einen Blick auf das Kapaunenzepter zu erhaschen. Das wichtigste Insignie unserer Autorität als Herrscherin. Ja, weiß ich jetzt nicht. Freut mich. Betreffend unsere Vorbehalte. Zu Unrecht. Ihr habt euch meines Vertrauens als würdig erwiesen. Auch das freut mich. Die Insel eines Konkurrenten. Da kriegen wir jetzt. Belagert. Segeln Sie. Ja, genau. Segeln Sie hier hin. Um Items zu bekommen, da nehmen wir uns doch mal so ein königliches Linienschiff. Das sind, glaube ich, auch genau die, gell? Ich glaube schon. Wenn er behauptete, der geniale Stratege hinter der Schlacht von Trelawney gewesen zu sein. Stattdessen war es alleine Duskys Verdienst, der ihm eine große Schmach ersparte. Ja, so kann man sich irren. Lassen Sie hochleben. Das freut mich. Jetzt könnte mich Crown Falls mal hochleben lassen. Wie haben wir es denn hier eigentlich gemacht? Immer, wenn ich nachdenke. Hier können wir mal kurz das wegmachen. Dann können wir hier auch Häuser hinsetzen. Machen wir das mal weg. Und bauen die dahin. Alles gleich mit Ziegelstraßen, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Ja, wie machen wir das denn? Ich würde sagen, wir bauen hier einfach durch. Weg. Und weg. Und dann macht man das dahin. Mit der Post müssen wir gleich mal schauen, wie viel Platz die wirklich einnimmt. Da passt jetzt irgendwas nicht. Stimmt, hier ist eine einzelne Linie durchgezogen. Das heißt, wir nehmen nur das. Wir sind hoch erfreut. Ja, ich nehme das an. Wir fühlen uns sehr willkommen. Seid ihr aber nicht. Besucherin möchte Ihnen was geben. Was denn? Wir mögen uns in Nadaski getäuscht haben. War das jetzt die Besucherin oder die Königin? In der Heimat werden wir eine große Säule zu seinen Ehren errichten lassen.
Oh ja, da haben wir ein paar schöne Sachen. Einerseits für Museen natürlich. Sie sind ein äußerst charmanter Gastgeber. Wo kommt das denn jetzt her? Ich glaube, das hat aber auch mit der Quest es zu tun. Ist an der Zeit, dass wir uns wieder unseren König so, die Königin möchte rausbegle... Oh, ein Moment. Ja, meine Steuer, natürlich. Anstatt, dass ihr mir die mal nachlässt. Wie viel zahlen wir denn gerade königliche Steuer? 415.000. Segel setzen. Ja, Steuer mal das größte Problem. So, wir geben schnell noch die Items ab und dann begleiten wir die Königin hier raus. Beziehungsweise eigentlich erstmal nicht. Diese Stadt zieht Helikopter. Oh, guck mal, wir haben die erste Metzgerin als besonderes Item über den Touristenhafen. Das Ding hier sieht auch ein bisschen traurig aus, muss ich zugeben. Das Eck. Wie sieht es denn gerade aus? Postmäßig sind wir gut dabei. Gut, es könnte noch ein bisschen mehr sein von drüben. Aber ich glaube, da liegt es einfach an der Menge. Wir können hier mal eigentlich, zack, die Häuser hochziehen. Und die direkt aufstufen. Ich brauche nicht wirklich die erste Zivilisationsstufe hier in Mengen. Und wir können die zweite auch direkt hoch machen. Dann verbrauchen die nicht so viele Sachen. Das könnte sonst ziemlich teuer werden. Ja, gehen wir mal hier hoch. Und das passt da oben erstmal. Wir langsam sollten wir auch uns nach hier unten und dort ausbreiten. Aber das wird... Das wird... Eine Krankheit ist ausgebrochen. Haben wir hier ein Krankenhaus? Das sieht nicht danach aus. Können wir ein Krankenhaus bauen? Das sieht nicht danach aus. Haben wir ein Luftschiff? Nee. Wir können dich entsenden. Stahlfenster war, glaube ich, nötig. Und Beton. Zack, dahin. Hoffentlich noch rechtzeitig. Mich wundert, dass die Expedition sich noch nicht gemeldet hat. Oder habe ich das jetzt verpasst? Ich glaube, ja, ich habe es verpasst. Natürlich. So, der erste Schritt. Wollen wir nach Westen oder nach Süden? Ich würde sagen, wir gehen nach Westen. Ein arktisches Willkommen an der Chilling-Meeresenge. Der erste heftige Schneesturm. Gerade als die Küste von Baffin Island in Sicht kommt, frischt der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüsterte den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck. Als auch schon Hagelkörner so hart wie Fels das Schiff mit solcher Wucht traf, dass sie erheblichen Schaden anrichtete. Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in den Sturm hinauswagen. Wir können die Schiffsschrauben vor dem Eis bewahren. Erfolgschance plus 60% aufgrund von drei Sachen. Einerseits zwei Items und dem Schiff an sich. Oder unter Deck bleiben und beten. Und da haben wir gar keine Chance. Deswegen Kampfkraft. Sie haben eine wahrhaft kühne Truppe. Die Männer eilen zu dem Plan und es gelingt ihnen trotz der erschwerten Bedingungen durch hervorragende Zusammenarbeit und körperliche Kraft, sich über die empfindlichen Instrumente und Maschinenteile des Schiffs zu ziehen. Wieder unter Deck entspannen sich die Helden und warten ab bei gebutterten Rosinenbrötchen und Tee das Ende des Sturms. Das Ende des Sturms ab. Ja, mit einer Konservendose nur minus 1. Das ist doch sehr gut. Teilweise kann man, wenn man die Ereignisse auch positiv beendet, wieder von der Moral dazukriegen. Passiert aber nicht ganz so häufig. Die Zeit läuft generell, die wissenschaftlichen Dinger. Hier haben wir jetzt eine ganz schöne Zeit nicht gebraucht. Ich würde sagen, wir machen mal... Wir können auch ein bisschen mal die Great Eastern vielleicht... Oh, jetzt sind wir... das hat die ganze Zeit nicht gezählt, weil das Forschungsinstitut nichts gemacht hat. Ich dachte, die wären trotzdem da drin. Ja gut, wenn ich das gewusst hätte. Wollen wir mal Great Eastern erforschen, aber ich glaube, die lohnen sich nicht wirklich aufgrund der Kosten. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht oder nicht allgemein. Hier können wir mal hochgehen. So, da haben wir jetzt mehr wieder. Können wir direkt in die Dinger hier reinsetzen. So, geht auch schneller. Wie viel? Wir haben. So viele Schiffe haben wir noch gar nicht. Eins, zwei. Da müssen wir eins wegmachen. Wie viel haben wir denn dann? 5, vorne ist 1, 6, 7, 8, 9, 10. Müsste dann passen. Wir können das Schiff hier mal. Ach komm.
Nerv nicht, Königin. So, wie sieht es jetzt eigentlich schokoladenmäßig aus, generell bedürfnismäßig? Kaffee fehlt. Liegt es an dem Essen? Ich glaube, es liegt wieder an der Menge, oder? Da müssen wir unten noch mal ein bisschen upgraden. Menschen lassen sie hochleben. 69. Jetzt müsste ich wissen natürlich, wie die Insel unten heißt, die den Kaffee herstellt. Ach, ja, stimmt, wir haben ja ein K hinzugemacht für Kaffee. Jetzt können wir aber einfach hier Crown Falls auswählen. Und Kaffee ist im Minus. Das heißt, da dürfen wir uns dran machen. Aber das erst beim nächsten Mal, wenn wir auch die Expedition weitermachen. Für heute war es das nämlich schon. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr den Part an Release schaut, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.